Also, erstens mal blamiert man sich ganz brutal, wenn man immer drauf rumreitet, dass Cannstatter Volksfest ja bloß eine Kopie von dem viel größeren und tolleren Münchner Oktoberfest ist. Weil jeder Schwab ganz genau weiß, welches von den beiden Festen das größere ist. Was glauben Sie, was ist größer, der Cannstatter Wasen oder die Wiesen? Also, die Wiesen ist größer. Ich weiß, dass Oktoberfest um einiges größer ist. Das Wiesen, also München. München, ja. Ich würde fast sagen, München, dass München größer ist. Ich glaube fast, dass der Cannstatter Wasen größer ist. Von der Fläche her der Cannstatter Wase, vom Besucher her München. Wasen ist cooler! Der Cannstatter Wase hat einfach was, weil in der Wiesen wird schon ausgeschmissen nach 3 Stunden. In der Zelt. Und das ist in Stuttgart nicht so. Der Cannstatter Wase ist ganz klar größer, weil es einfach von den Leuten her viel mehr ist und weil einfach das Publikum besser passt. Das heißt, weil der Schwab cooler ist, ist das Fest größer. Der Schwab ist ganz klar definitiv der coolere. Musik ist natürlich auch ein mega wichtiges Thema auf dem Cannstatter Volksfest und der Wase hat auch seine eigene traditionelle uralte Hymne. Ihr kennt als Schwabe natürlich die klassische Hymne vom Cannstatter Volksfest, nehme ich mal an, oder? Nein. Weißt du, was die Stuttgarter Wasenhymne ist? Ein Prosit, ein... Leider nicht. Okay. Einst ging ich am Strande der Donau entlang. Oh, la, la, la. Und jetzt ist vorbei. Cordella grün. Und weiter weiß ich leider nicht mehr. Auf dem Wasser graset Hase und im Wasser gammelt Fisch. Noch nie gehört? Nein, hab ich noch nicht gehört. Also man sieht generell, dass Schwaben sehr traditionelle Leute sind und sich auch auskennen. Kennt ihr den Text von Auf dem Wasser graset Hase? Nein. Auf dem Wasser graset Hase und im Wasser gammelt Fisch. Lieber will ich gar kein Schätz als ein so der Flederwisch. Der Hammer. Du sag mal, wenn du jetzt im Bierzelt hockst und da ist Mordslärm, ja, das Hofbräuregiment spielt, da geht voll die Luzi ab. Über was unterhaltet ihr euch noch? Wie unterhältst du dich mit deinen Kumpels? Meistens unterhält man sich zu dem Zeitpunkt über keine wichtigen Themen mehr. Deswegen ist es eigentlich wurscht, ob es laut ist oder leise. Das ist ja brutal laut. Macht euch das was aus? Nein. Keine Ahnung, nach dem 5. Gin Tonic verstehst du eh kein Wort, mir egal, mit wem du da hockst. Das wichtigste Thema natürlich auch auf dem Cannstatter Volksfest ist die Tracht. Ohne Tracht geht's nicht, sieht man ja an mir. Jetzt wird ja immer bemängelt, die Leute täten daheim mit bayerischer Tracht auf dem schwäbischen Volksfest rumlaufen. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so falsch. Aber dann sagen die Leute, ja, es gibt ja gar keine schwäbische Tracht und so. Das stimmt aber nicht. Es gibt eine ganz, ganz bekannte, traditionelle schwäbische Tracht seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hier ist die Betzinger Tracht, die heißt so. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Aber würdest du die anziehen? Also an sich würde ich sie nicht anziehen, weil zu wenig Ausschnitt. Wunderschön. ich würde es nicht anziehen. Würdest du die anziehen? Nein. Also ich hätte das mit meiner Frau so nicht fortgegangen, weil das einfach, ich sage mal, vielleicht Altbacher ist. Ist jetzt schlechter als die du anhast oder besser? Konservativer. Das ist halt der Schwab, gell? Der hat mal eigentlich keinen Bock drauf. Ja, weißt du, Schwab, ich meine, es ist viel Stoff. Eigentlich hat der Schwab ja wenig Stoff, weil er kein Geld hat, oder? Weil es sparsam ist. Was würdet ihr Neulinge raten, wenn sie auf den Wasser kommen? Einen Müllsack mitnehmen für die Jacken. Müllsack für die Jacke. 4 Stück dabei zur Sicherheit. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass kein gelber Sack ist. Ich habe einen gelben Sack. Okay, du bist ein Pro. Sie ist einfach Schwäbin. Also ich würde auf jeden Fall diese Bahn fahren, weiß nicht, wie die heißt, die immer so ganz scharfe Kurven fährt. Das finde ich das Geilste, was es gibt hier. Stelle ein gescheites Gängele und da dazu ein Krug Bier. Am Aus. Jürgen! Kannst du das gerade wieder nochmal sagen? Mit dem Zuckerbrot. Danke!